Seit Jahrzehnten treffen mysteriöse Radiowellen Impulse aus dem Weltraum auf die Erde, doch die Wissenschaftler, die sie kürzlich entdeckt haben, haben keine konkrete Erklärung für den Ursprung der Signale. Seit 35 Jahren ereignen sich die seltsamen Energieausbrüche in unterschiedlichen Helligkeitsstufen wie am Schnürchen etwa alle 20 Minuten und dauern manchmal in 5-Minuten Intervallen. Zu diesem Schluss kamen Astronomen der Curtin University vom International Center for Radio Astronomy Research in einer Studie, die letzte Woche in der Zeitschrift Nature veröffentlicht wurde. Die Entdeckung des Signals, das die Forscher GPMJ 1839 bis 10 nannten, verwirrte die Wissenschaftler. Es wird angenommen, dass das Signal aus einer Entfernung von etwa 15.000 Lichtjahren von der Erde kommt und in regelmäßigen Abständen und über einen Zeitraum hinweg auftritt, der zuvor für unmöglich gehalten wurde. Dieses bemerkenswerte Objekt stellt unser Verständnis von Neutronensternen und Magnetaren in Frage, die zu den exotischsten und extremsten Objekten im Universum gehören, sagte Hauptautorin Dr. Natasha Hurley-Walker in einer Erklärung auf der Website von ICRA. Anhand der im Jahr 2018 gesammelten Daten entdeckten Astronomen erstmals einen anderen Magnetar, der sich viel langsamer als gewöhnlich drehte und alle 18 Minuten ähnliche Signale sendete. Doch als sie die Daten im Jahr 2020 analysierten, erzeugten sie laut Hurley-Walker keine Radiowellen mehr. Also suchten sie noch einmal, wohl wissend, dass die Chance hoch war, eine weitere langfristige Radioquelle zu finden. Das Astronomenteam nutzte das Radioteleskop Murchison Whitefield Array in Westaustralien, um mehrere Monate lang alle drei Nächte die Milchstraße zu scannen. Sie mussten nicht lange warten, um zu finden, was sie suchten. Innerhalb kürzester Zeit wurde in einem anderen Teil des Himmels eine neue Quelle entdeckt, die sich dieses Mal alle 22 Minuten mit 5-minütigen Impulsen wiederholte. Bei der Untersuchung der Aufzeichnungen des Very Large Array in New Mexico, das am längsten laufende Datenarchiv unterhält, entdeckten die Forscher, dass der Puls der Quelle erstmals 1988 beobachtet wurde. Was noch alarmierender ist als die Tatsache, dass dieses Funksignal mehr als 3 Jahrzehnte lang unentdeckt bleiben konnte, ist die Tatsache, dass Wissenschaftler nicht mit Sicherheit feststellen konnten, um was es sich handeln könnte. Aber bevor sie davon ausgehen, dass ET versucht, unseren Planeten anzurufen, die Forscher haben jedoch andere Theorien darüber, was die Ursache sein könnte. Sogar Hurley-Walker bemerkte in einem Artikel, den sie auf The Conversation verfasste, einem Medienunternehmen mit Artikeln von Akademikern und Forschern, dass es verlockend sein kann, außerirdische Intelligenz als mögliche Quelle des Signals einzubeziehen. Tatsächlich geschah dies, als der erste Pulsar entdeckt wurde und Astrophysiker ihm den Spitznamen LGM-1 für Little Green Man 1 gaben, bevor zusätzliche Beobachtungen sie dazu veranlassten, die Möglichkeit auszuschließen. Der wahrscheinlichste Übeltäter sind laut Forschern Pulsare, Neutronensterne, die wie Leuchttürme blinken und rotieren und dabei energiereiche Strahlen aussenden, während sie sich auf die Erde zu und von ihr wegdrehen. Aber Pulsare werden mit der Zeit langsamer, ihre Pulse werden mit zunehmendem Alter schwächer, bis sie schließlich keine Funksignale mehr erzeugen. Was noch verwirrender ist, das von den Forschern entdeckte Objekt ähnelt einem Pulsar, dreht sich aber 1000-mal langsamer. Eine weitere Erklärung, die Forscher anbieten, ist, dass es sich bei dem Objekt um einen Magnetar mit ultralanger Periode handeln könnte, eine seltene Art von Neutronenstern mit extrem starken Magnetfeldern, die starke Energieausbrüche erzeugen können. Aber bis vor kurzem gaben alle bekannten Magnetare Energie in Intervallen von einigen Sekunden bis zu einigen Minuten ab, laut der Studie weitaus häufiger als in den 22 Minuten Intervallen, in denen dieses Objekt Radiowellen aussendet. Laut Forschern erzeugen Magnetare auch mehrere Monate lang Radiowellen, bevor sie aufhören, nicht aber 35 Jahre lang. Die Funkemissionen sollten sich verlangsamen, doch wie Beobachtungen zeigen, ist dies nicht der Fall. Tatsächlich stellen Forscher fest, dass es überhaupt nicht möglich sein sollte, Radiowellen zu erzeugen. Das Objekt dreht sich so langsam, dass es unter die Todeslinie fällt,
eine kritische Schwelle, bei der das Magnetfeld eines Sterns zu schwach wird, um Radioemissionen zu erzeugen. Um herauszufinden, was hinter dem mysteriösen Pulsieren steckt, sind nach Ansicht der Astronomen zusätzliche Beobachtungen und Studien erforderlich. 2023 scheint zunehmend das Jahr zu sein, in dem wir den ersten Kontakt herstellen, aber was weiß ich?